thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film A Quiet Place Day One oder Tag 1, wie ihr wollt. Ja, in diesem Film geht es um Samira. Samira wird gespielt von Lupita Nyongo, schwieriger Name. Die kennt man zum Beispiel aus äh, Black Panther und Turfy a Slave. Und sie wird von ihren, ja, sagen wir mal, Betreuer, denn Samira ist krank, sie ist krebskrank, unheilbar krank und äh, ja, hat auch nicht mehr allzu lange zu leben. Was mir die zwar schon ein paar Mal gesagt hat, aber mittlerweile merkt sie es halt auch. Und sie wird von ihrem, ja, Betreuer ge gefragt, ob sie nicht zu einem Theaterstück mitkommen möchte. Und eigentlich hat sie da so gar keinen Bock drauf. Und ja. Und ihr Betreuer heißt Eric. Er wird gespielt von John Krasinski. Den kennt man zum Beispiel aus verschiedensten Filmen, wie zum Beispiel die A Quiet Place Reihe oder If. Sie lässt sich breitschlagen, wenn Eric verspricht, mit ihr danach eine Pizza zu essen in der Stadt. Ja. Gesagt, getan, sie macht sich fertig und sie fahren mit mehreren anderen aus der Einrichtung halt zu diesem Theaterstück. Dort angekommen, ja, ist ganz okay für Samira eigentlich, aber eigentlich geht es für sie nur um die Pizza. Aber dann hören sie da, dass dann so verschiedene Rettungswagen, Sirenengeheule, dies, das ist. Die gucken sich dann die in der Gegend um und ja, dort, ja, kann man sagen, so meteoritenartige Gegenstände fliegen auf die Erde und prallen dort auf und äh, ja, natürlich ist alles laut, dies, das, die Leute schreien rum und so. Aber es waren keine Meteoriten. Und ja, Samira versucht sich halt alleine durchzuschlagen. Was ihr aber nicht so ganz gelingt, denn ein Mann namens Ruben, gespielt von Joseph Quinn, den kennt man zum Beispiel aus Stranger Things oder. Fantastic Four, der es demnächst rauskommen wird und auch in der Cry Place 3 ist er mit dabei. Er hängt sich an sie dran und Samira hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf irgendeine Begleitung, weil sie sich denkt, dass sie alleine halt besser dran ist. Ja, soviel zur Grundstory. Alle versuchen halt noch zu überleben. Was man sagen kann: Der Film ist interessant, aber hat auch so ein, lässt aber auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Potenzial liegen. Interessant ist ja auf jeden Fall, ich habe mir den Film Ice angeguckt, dann natürlich mit Dolby Atmos. Der Sounddesigner hat einen absolut grandiosen Job gemacht. Muss man sagen, der Film ist soundtechnisch wirklich sehr gut gelungen, hat wirklich sehr viel richtig gemacht. Und ja, was man auch sagen muss, dass er dass die Schauspieler eine sehr gute Harmonie haben. Also da kann man auch nicht meckern. Die Effekte sind super gemacht. Man hat wirklich das Gefühl, in diesen Film mit hineingezogen zu werden. Man hat wirklich sehr viel auch ähm, diese spannende Stimmung da reingebracht, wo man denkt, ja, da passiert gleich was, da ist gleich alles vorbei oder so. Also da hat man wirklich sehr viel richtig gemacht was mir jetzt an dem Film etwas weniger gefallen hat, dass man da eigentlich sich nur wirklich darauf beschäftigt, dass sie da die Leute sich da ihren Punkt 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 retten. Man erfährt eigentlich so nichts über die Hintergründe, warum es zu diesen ähm, ja, Tragödie gekommen ist, warum es zu dieser Sache gekommen ist und warum da die Dinge passieren, die da passieren. Das da wird man vollkommen im Dunklen gelassen, was ich ein bisschen schade finde, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber egal, trotzdem ist es wirklich ein sehr schön anzusehender Film. Ja, damit ich mir beim nächsten Mal auch ein paar Snacks holen kann, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung! Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also Randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, A Cry Place Tag 1 oder Day 1, je nachdem wie ihr wollt. Ein wirklich sehr interessanter Film mit sehr tollen Effekten, mit einem super Sound. Mit tollen Schauspielern, die super miteinander harmonieren, einer wirklich sehr bedrückenden Stimmung. Man hat wirklich da sehr viel richtig gemacht. Wer aber denkt, dass da irgendwelche Hintergrundinformationen gibt, nein, da muss man vielleicht auf den Tag 2, 3, 4 warten. Ich weiß gar nicht, wo der erste Quiet Place Film ansetzt, an welchem Tag. Aber da erfährt man an dieser Stelle nichts. Leider muss ich sagen. Ja. Aber abgesehen davon, wirklich ein sehr toller Film und somit gebe ich den Film solide Vier Totenköpfe, weil der Film wirklich alles in allem ein sehr rundes Paket ist. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten habt ihr Quiet Place die anderen Filme gesehen? Ja, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare und schreibt mir mal, wie ihr die anderen Filme euch gefallen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis demnächst.